Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Im letzten Part haben wir Atlantis Aquaria abgeschlossen und in diesem Part wollen wir zur Eiswelt, wenn es gehen würde. Jupp, also der Spiegel hat uns den Tipp gegeben, weil wir in dem Spiegel ein Bild sehen konnten und das bei uns nicht da war. Darum springen wir mal in die Wand rein. Jupp, wenn jeder weiß. Wenn wir uns gegen die Wand lehnen, gibt der Klügere nach. Ja, die Wand hat also nachgegeben und Sonic kam durch. Das sagt einiges über ihn aus, findet ihr nicht? Nein? Okay. Gut. Ich dachte, wir wären uns da mal einer Meinung, aber anscheinend nicht. Danke Leute, dass ihr an mich glaubt. Wirklich herzlichen Dank. Und wir haben schon den ersten Stern. Jupp. Das war schwer. Und damit den 90. Stern. Also, das Spiel geht wirklich nicht mehr lang. Uns fehlen nur noch 30 Sterne und dann sind wir durch. Jupp. Warum sage ich gerade die ganze Zeit Jupp? Kann mir das jemand erklären? Was soll's? Ich will euch auf jeden Fall noch in diesem Part einen Glitch zeigen. Einen kleinen Glitch oder Bug. Wie man es halt nennen will. Auf jeden Fall zeige ich euch einen Spielfehler. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr den schon kennt, weil das Spiel jetzt nicht das Neueste ist. Ich bitte euch. Aber so oder so, ich zeige ihn euch sowieso. Also wir rennen da einfach mal blindlings durch, verlieren unsere Kappe dabei und merken, damit wir es daran bemerken, damit Sonic hautfarbene Handschuhe dann hat. Jupp. Also, wir erkennen es wirklich an ihren Handschuhen. Frag mich nicht warum, ist halt so. Ich habe das nicht gemacht. Ist das der Raum? Ich hoffe mal. Also, dann stellen wir uns auf jeden Fall zu dem teleportenden Baum. Das bist du nicht. Es gibt nämlich einen Baum hier, der. Ja, das ist er. Der teleportiert uns halt. Und jetzt teleportieren wir uns halt hin und her. Und das Spiel sollte damit eigentlich. Hä? Teleportier mich! Was? Hallo? Hä? Was? Normalerweise sollte der mich teleportieren. Was zur. Hä? Was? Hallo? Was ist da los? Warum teleportiert mich der Baum nicht? Und ich sehe gerade, wie unnötig dieser Teleporter ist. Okay. Hallo? Jetzt. Okay. Wir müssen also genau an diesen Ort stehen, aus irgendeinen Grund. Ja, dieser Baum ist kaputt. Ich fordere einen funktionierenden Baum. Auf jeden Fall, wenn man glaubt, man hat sich oft genug gewarnt, geht man wieder dahin, wo die Kappe ist und sollte einen Unterschied bemerken. Es ist dann nämlich nicht nur eine, sondern einen ganzen Haufen von Kappen. Und jetzt haben wir aus irgendeinem Grund die Kappe in der Hand. Ja. Also ich find's gut. Das ist doch mal was. Frag mich nicht, wie dieser Bug entsteht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Er existiert. Er existiert. Das ist alles, was wir wissen müssen. Er existiert. Halt. Ich will eine Blume ausnutzen. Super ausgenutzt, Neil. Super ausgenutzt. Dann halt so. Gut. Ja, hier ist der Stern drin. Also wirklich, diese Welt. Diese Welt ist eigentlich sehr einfach. Die ist auch relativ klein. Also, es ist die 10. Welt offiziell. Und es fällt wirklich auf, dass sie richtig klein ist. Also, ihr habt eigentlich schon das ganze Level gesehen. Das war's. Also, hier gibt's wirklich nicht mehr viel. Also ja, diese Welt
Die ist nichts Besonderes. Da gibt's wirklich nichts Besonderes drüber zu sagen. Das ist halt eine Welt. Und mehr nicht. Was soll's? Ich will jetzt die Kanone aktivieren. Also wollen wir hier über den Berg, wenn Sonic das machen würde, was ich wollen würde. Ach. Manchmal hasse ich das Spiel. Manchmal hasse ich es. Aber nur manchmal. Ach, Spiel, bitte. Verarsch mich doch nicht. Gut. Spiel. Spiel, du hältst dich also für lustig, hä? Ihr seht es, das Spiel hält sich für lustig. Gut, wir sind drüben. Wir sind drüben. Wir kabeln jetzt in den Iglo rein. Sonic, geh in den verdammten Iglo rein. Es ist so schwer, das ist nur ein Iglo. Und ich bin beinahe wieder rausgelaufen. Okay, jetzt wollen wir zwei Sachen machen. Erstens einen Stern sammeln, zweitens mit Bob Omb sprechen. Weil er hier ist. Weil er hier existiert. Denn mit der Tarnkappe können wir durch die Wände laufen. Los, rede mit mir. Halt, gibt's hier eigentlich einen Weg raus? Achso, ja. Gut. Dann ist es doch gut. Also, auf jeden Fall, dieser Ort hier ist in der DS-Version ganz anders. Also in der DS-Version ist das Iglu ganz umgeändert. Das ist das letzte Level, das ich nämlich gespielt habe in der DS-Version, bevor ich das abgebrochen habe. Und zwar, als ich hier die 100 Münzen sammeln müsste, habe ich das Spiel abgebrochen, weil... Nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das mache ich doch auf keinen Fall. Nicht mit mir. Das könnt ihr mit anderen Personen machen, aber ich mache das nicht. Und jetzt versuchen wir, den Stern so zu holen, wie ich ihn immer hole. Indem wir uns mit einer Kanone dagegen schießen. Oder dabei elendig failen. Und dann es nicht mehr schaffen, auf das Holzteil zu springen. Ach, ich hasse Kanonen. Wirklich, also ich hasse die Kanonen in dem Spiel so sehr. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, wie ich mich jetzt abschießen muss, um wohin zu kommen. Weil, ihr seht's. Das ist halt wirklich schwer abzuschätzen und... Warum? Warum ist es nicht einfach da, wo das Fadenkreuz ist? Das würde alles erleichtern. Nein, man muss es natürlich schwer machen. Also, ich finde es eine tolle Idee, dass man alles so kompliziert machen muss. Und warum funktioniert diese Wand manchmal nicht? Was stimmt damit nicht? Also wirklich. Okay. Halt wirklich, wir sind fast mit der Welt fertig. Das geht mir etwas viel zu schnell. Aber wenn es sein muss... Ja. Dieser Gegner. Ich muss euch dazu was sagen, Leute. Also, als ich den in der DS-Version bekämpft habe, hat er sich hier an dieser Kante verpackt. Also, der ist mir gefolgt und dann ist er irgendwie an dieser Kante da festgehangen und ich konnte ihn beinahe nicht mehr besiegen, ohne selbst zu sterben. Ja, also, das war seltsam. Ich frage mich immer noch, wie ich das hingekriegt habe. Auf jeden Fall habe ich den Boss in der DS-Version kaputt gemacht. Und ja, also wenn der Boss in der N64-Version so gut funktioniert, warum ist er dann kaputt in der DS-Version? Aber ich sag doch, damit die DS-Version schlecht ist. Ich mag die DS-Version nicht. Dabei wird's bleiben. Nichts wird darüber meine Meinung ändern. Ich meine, ja, toll. Man kann da Yoshi und so spielen, aber... Nein, 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 ich sehe das nicht ein, nein. Warum sollte ich es gut finden, nur weil man Yoshi, Wario und Luigi spielen kann? Also ja, Yoshi ist toll, ich mag es immer, wenn Yoshi spielt, weil es war Yoshi der Beste ist. Ich meine, es ist ein Dino, es ist Yoshi, er kann alles essen. Aber nein, das Spiel hat es so schlecht umgesetzt, also... Schlecht vielleicht nicht, die Spielweise von den Charakteren, ich erinnere mich daran nicht mehr an die Spielweise, aber ich erinnere mich daran, damit ich das Spiel nicht mag und es niemals anfassen werde, niemals wieder. Ich bleib dabei und sage, die N64-Version ist besser, das Original ist viel besser. Okay, und komm doch her, Fly Guy. Warum musst du immer so nervig sein? Und ich hasse den Wind.
Warum muss hier ein Wind sein? Ach, bitte. Okay, es funktioniert, aber ganz ehrlich, könnt ihr mir erklären, warum hier ein Warp ist? Ich meine, wow, wir warpen uns hier hin und wo hat es uns hingebracht? Ganz genau, 3 Meter weg. Also, das nützt überhaupt nichts. Ich meine, warum? Warum macht man das? Das bringt überhaupt nichts. Und Schneemann stirbt jetzt, also wirklich, die Schneemänner zu besiegen ist so nervig, weil man muss halt um die drum laufen und manchmal denken sie sich einfach mal Schneebälle werfen zu müssen und verfolgen euch dabei nicht mehr. Also das ist wirklich, oh, ich hasse diese Rucksäcke. Ich habe total vergessen, damit sie in dem Spiel existieren. Also wirklich, also diese Schneemänner umzubringen, das ist so nervig und vor allem die spawnen danach wieder. Die wissen einfach nicht, wann die aufhören sollen. Das wissen die einfach nicht. Das werden die auch nie lernen. Okay, aber was soll's. Auf jeden Fall brauchen wir einen Koopa-Panzer, sonst kriegen wir nicht die letzten paar Münzen, denn das Wasser hier ist kalt. Also das hat zwei Effekte. Erstens, dieses hier, wenn wir da reingehen, verlieren wir kontinuierlich Wasser. Und wenn wir das betreten, wo dieser Bulli war, also dieser Eisbulli, dann, ich zeig's euch mal, selber Effekt wie bei der Lava, nur ohne die Brandspur. Yep. Also auf jeden Fall wollen wir jetzt hier lang und uns den Koopa-Panzer schnappen. Und habe ich gerade ein Leben verloren oder habe ich mir das nur eingebildet? Nein, habe ich mir nur eingebildet, Ich habe nämlich geglaubt aus irgendeinem Grund, dass ich plötzlich kontinuierlichen Schaden genommen habe. Keine Ahnung. Stirb, Schneemann. Also auf jeden Fall, ihr dürft diesen Panzer hier nicht verlieren. Sonst habt ihr schlechte Chancen. Ich meine, wie wollt ihr diese Münzen hier kriegen? Wie? Wenn ihr den Panzer verloren habt, geht es eigentlich nicht mehr. Okay, und bevor wir uns jetzt um die restlichen Gegner hier kümmern, will ich lieber hier rauf skaten. Denn ihr seht es. Und dann will ich nochmal ins Igloo rein. Denn im Igloo sind noch ein paar Münzen, die auf denen mein Name steht. Also ja, diese Welt geht schnell vorbei. Wir sind wirklich gut bei der Sache, finde ich jetzt. Und Leute, falls ihr euch fragt, warum gerade so wenig Videos kommt, also in Anführungsstrichen wenig, ich meine, kurzer Zeit kamen jetzt ganz viele Videos, also tägliche Videos, und plötzlich nimmt es wieder ab. Das liegt daran, dass ich nicht dazu komme, das aufzunehmen, weil ich viel zu viel Zeit damit verschwende, Dragon Nest zu spielen. Das ist jetzt wirklich so. Was soll's, ich bin jetzt bei Dragon Nest ein Level 51 Gladiator und mache jetzt noch ein Assassin. Also ja, ich verschwende damit viel zu viel Zeit und Glück gehabt und vergesse darum aufzunehmen. Also ich verschwende damit viel zu viel Zeit, wirklich viel zu viel, aber ich versuche mehr aufzunehmen. Und das mit Shovel Knight, also Shovel Knight werde ich auf jeden Fall noch weitermachen, weil, falls ihr es nicht bemerkt habt, ich muss mich dazu erstmal zwingen, das zu spielen. Also ich mag das Spiel, aber kennt ihr es? Keinen Bock, das Spiel zu starten? Also auf jeden Fall, Shovel Knight geht weiter, deswegen macht ihr euch mal keine Sorgen. Ich versuche diesmal auch, also ich versuche jetzt bei Shovel Knight, damit wir da überhaupt weiterkommen, pro Woche ein Video hochzuladen von Shovel Knight. Und Mario 64 ist der Rest, weil ich Mario 64 wirklich sehr gern hab. Ja, also, nein. Falls ihr euch jetzt fragt, warum nein, ich hasse diese Welt. Also wir können da entweder als kleiner Mario rein, und nur um zu zeigen, wie lang der Gang ist, gehen wir kurz mal hier hin. Aber das ist totaler Schwachsinn. Also, das ist wirklich totaler Schwachsinn, da als kleiner Mario reingehen zu wollen. Das bringt wirklich nichts, und ganz ehrlich, der Gang sieht nicht so lang aus. Wir wollen nämlich lieber
hier lang. Wir wollen da immer als großer Mario rein. Immer. Weil einfach, wenn man als großer Mario startet, oder in diesem Fall großer Sonic, ist es viel leichter, jeden Ort zu erreichen. Und ganz ehrlich, ich hasse diese Welt. Also, ich finde die Idee nett, aber zwischen mir und dieser Welt hat es nie gefunkt. Einfach nie. Das liegt daran, in dieser Welt habe ich immer, da bin ich immer am meisten gestorben und ich mag es einfach. Ich mag diese Welt einfach nicht. Ich mag sie nicht. Dabei wird es bleiben. Vor allem wegen dem Fisch, der one-hitten kann. Ja, dieser Fisch, das ist ein wahrer Fisch. Dieser Fisch ist ein Fisch. Nicht der gute Fisch, nein. Die Art von Fisch, die man eine Person nennt, die sich einfach wie ein Vollidiot verhandelt. Genau. Also, verhaltet, meine ich jetzt, nicht verhandelt. Also, ja. Die schlechte Art Fisch. Und, gut, ich bin auch ein Vollidiot. Ich habe kurz die Gänge verwechselt und wollte durch das Bild springen, das von keinem Belang ist. Ich bin Genie. Ich bin ein wahres Genie. Okay. Was soll's? Wir wollen jetzt raufgehen, nicht? Das soll doch so gehen, oder? Ja. Ich mag diese Welt nicht, habe ich das schon erwähnt. Ja, was soll's? Wir wollen jetzt darauf. Ich weiß, damit man damit so einen Sprung raufkommt. Ich weiß es ganz genau. Da, seht ihr? Und machen jetzt einfach mal den hier, weil wir nette Leute sind. Switchen jetzt zum kleinen Mario, damit, also zum kleinen Sonic, damit wir da hinkommen und damit ihr es wisst. Falls ihr es nicht wisst. Diese Goombas unbedingt mit einer Stampfattacke töten. Sonst kriegt man die 5 Münzen von denen nicht. Also das ist wirklich sehr wichtig. Ich meine, diese 5 Münzen können sehr entscheidend werden. Vor allem bei Hacks. Immer wenn man bei diesen Goombas ist, sollte man die töten. Also mit einer Stampfattacke töten, versteht sich. Sonst verschwendet man wertvolle Münzen. Also ja. Nur damit ihr es wisst. Ich habe noch nie gelesen, was Wiggler sagt. Auf jeden Fall denke ich damit hier Mario eigentlich das Arschloch ist. Ich meine, guckt euch das an. Er versucht uns nicht mehr anzugreifen. Er versucht es nicht mal. Ist doch in der Regel so in Mario-Spielen. Da ist ein Wiggler, er ist ganz unschuldig oder so. Der ist so unschuldig, er tut einfach nichts. Will nichts Schlimmes tun und dann kommt Mario und haut ihn eine rein. Ja. Und als ob das nicht genug wäre, fällt Wiggler jetzt noch runter. Da. Wiggler ist tot. Also, ihr habt's gesehen. Mario hat gerade ein unschuldiges Lebewesen getötet. Oder Sonic. Ihr entscheidet, wer das Monster hier ist. Mario oder Sonic. So, Mario zählt nicht. Nein, Bootlegs werden hier nicht gewertet. Nein, denkt nicht mehr dran. Nein. Das zählt nicht, nein! Also wirklich, Junge, du hast ein Problem. Hör auf, an so Mario zu denken. Du sollst aufhören. Hör doch! Nein. Also, mit dem zu reden hat keinen Sinn. Mit Person A, B zu reden hat keinen Sinn. Ich rede lieber mit dem C. Wer von euch ist Person C? Auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch, Person C. Du bist cooler als Person A, B. Und wirst es immer sein. Ja. Wer von euch was ist, könnt ihr ja selbst entscheiden. Ich glaube aber, ihr wisst es bereits. Nicht wahr? Personen, die das Video schauen. Ich wusste es doch. Gut. Schon den dritten Stern, also geht schnell. Das geht wirklich schnell. Bin eigentlich gerade erstaunt. Ich meine, wir schaffen in diesem Part jetzt noch die 100. Cooper, den schnellen will ich jetzt nicht machen. Wir machen lieber die 5 Itty-Bitty-Rätsel. Denn diese 5 Itty-Bitty-Rätsel sind eigentlich sehr einfach. Alles, was ihr wissen müsst, ist, damit die Zusammenhänge die Löcher sind. Also, das muss man halt wissen. Man muss an 5 Löcher hin, also nicht rein, hin. Und
Darum hasse ich diese Welt. Man kann hier so leicht sterben. Vor allem dieser Zaun, der hält uns nicht. Also traut dem Zaun nicht. Der hält uns nicht, solange wir groß sind. Ich bin da schon öfters reingefallen. Na. Warum ist da eigentlich so ein Feuerspawner? Warum ist da so ein Feuerspawner? Das ist wirklich dumm platziert. Und ganz wichtig, ja, ich bin tot. Doch nicht. Die Bombe können wir nur als großer Mario erreichen. Also nur als großer Mario können wir die Bombe aktivieren. Und nur als großer Mario können wir auch diese Rätsel halt lösen. Nur damit ihr es wisst. Ja. Da hinten müssen wir jetzt hin. Also ihr seht, wie einfach das eigentlich ist. Ich meine, ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Das hat halt immer Zusammenhänge gehabt, weshalb ich es bei Hex überhaupt nicht verstehe, damit die so random platzieren. Bestes Beispiel für ein Hack, wo die so random platzieren, ich weiß nicht, ob ich das schon mal genannt habe, auf jeden Fall, auch wenn es ein guter Hack ist, Super Mario The Green Stars. Also Super Mario 64 The Green Stars. Diese verdammten Checkpoints oder Trigger Stars, wie man auch immer man die nennt, auf jeden Fall die Geheimsterne, wurden in diesem Hack zu dämlich platziert. Also, das ist einfach nur random. Man hat wirklich keine Ahnung, wo das jetzt ist. Nun ja, aber was soll's. Wir sind nämlich jetzt fertig. Das war's nämlich jetzt für diesen Part. Im nächsten Part werden wir diese Welt abschließen und zum nächsten Stockwerk gehen. Aber ich finde es gut, dass wir die 100 Sterne erreicht haben. Wenn es euch also gefallen hat, wäre ein Daumen hoch nett. Oder ein Daumen hoch, weil wir die 100 Sterne erreicht haben. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Tschüss.